Oh, der ist... Mann! Wusa! Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video und ja, schneller als erwartet. Gestern habe ich noch erwähnt, dass ich Tower Tech mit Sicherheit mal im PvP-Modus zocke mit Chris Reality und Hoshi 82 und ja, jetzt ist es soweit. Wir haben ganz spontan, also sehr spontan heute einfach mal schnell mal reingeschaut und ja, ein paar Matches und ein paar Runden gezockt und davon ist das Gameplay jetzt auch. Und ja, wer die Kanäle nicht kennt, von Hoshi 82, von Chris Reality, werde ich definitiv oben in die Infobox packen. Stehen auch unten in der Beschreibung, also schaut mal rein. Unseren Gemeinschaftskanal, die drei Flatingos, nicht vergessen. Also da auch mal drauf schauen. Ist alles in der Beschreibung, in der Infobox. Also ja, über Abos würden wir uns freuen. Und die tun euch auch nicht weh. Ja, also am Ende des Gameplays haben wir dann auch auf dem Server gespielt, wo ein Entwickler dabei war. Und ja, wir sind natürlich sang- und klanglos untergegangen, also war schon hardcore. Aber ich habe da jetzt noch nicht so viel Zeit drin verbracht in dem Game. Und von daher, ja, da muss man erstmal ein bisschen auch warm werden und ja, sich dran gewöhnen. Also ich hatte oft das Gefühl, dass ich eigentlich gar nicht getroffen werden konnte von vorne, weil ich so positioniert war, dass ich eigentlich gut versteckt war hinter dem Tower, wurde dann trotzdem getroffen und ja, wie bei allen Online-Spielen hat man dann das Gefühl, boah, das kann nicht sein, mich konnte keiner treffen und ja, ist es ein Bug und ne, also so kenne ich das von meinem Gameplay, wenn ich Battlefield oder so zocke, also auf Flat, hat man immer das Gefühl, okay, da sind Cheater unterwegs, aber sind teilweise einfach nur Leute, die richtig gut sind. Und ja, man selbst sieht ja nicht wirklich, wie man da gerade am Tower da hängt und ob da irgendwie die Waffe rausguckt, weil die Waffe ist auch Hitzone und ja, Kopf und so weiter ist natürlich auch Hitzone. Und ja, wenn da irgendwie was rausguckt, ja, dann wird man halt getroffen, ne? Also ich hatte das Gefühl, ich glaube der Chris auch, dass man teilweise nicht getroffen werden kann, aber ja, man wurde trotzdem abgeknallt. Gut, ist halt so. Nichtsdestotrotz macht mir das Game einfach mega viel Spaß und ich freue mich auf die nächsten Runden. Und ich habe auch angedacht, nächste Woche irgendwann mal spontan irgendwie einen Livestream zu machen, wo ich dann einfach einen Raum eröffne. Und ja, wenn ihr Bock habt, da mitzumachen, dann meldet euch doch einfach mal, schreibt unter die Kommentare, ob ihr gerne dabei wärt. Und ja, dann schauen wir mal, ob wir so einen kompletten Server mal voll kriegen und ja, wir dann einfach mal zusammen so ein bisschen eine Runde zocken. Würde mich echt freuen. Also wer gerne dabei sein möchte, einfach unter die Kommentare schreiben. Gut, ich brauche gar nicht mehr so viel erzählen. Ich würde sagen, viel Spaß mit dem Gameplay. Tupac gegen Bot. Tupac mit Bot gegen Hoshi und Chris, das gibt nichts. Vielleicht ist ja der Bot gut. Nee, nee. Oh, jetzt höre ich Hoshi nicht mehr doppelt. Ich habe seinen Rülpser nochmal. Ja, weil der gerülpst hat. Der hat das dadurch deaktiviert, ach, weißt du? Ja. Nee, jetzt geht's. Super, Hoshi. The match starts in 5, 4, 3. Geht das, muss ich machen. Keine Ahnung, wa? The team with most points will win. Hä? Warum geht das jetzt nicht mehr, bin ich? Ich bin hier irgendwo ganz woanders gelandet, hä? Ich konnte gerade nicht mehr diese Peitsche machen, okay. Ach, nee, ey. Das ist so, so klar, bei so Spielen lose ich immer ab. Echt? Immer. Oh. Fängt ja gut an hier. Ja, ja. Na komm. Nee. Hoshi, bei dir alles gut?
Oh, geht so. Gut. Ach, scheiße. Hab ich zu spät gesehen. Ja, das ist auch so klar, wo ich hinter der Säule stehe und trotzdem getroffen werde. Ja, hab ich gerade auch gehabt. Aber viele Schüsse brauchst du nicht, um down zu gehen, ne? Nee. Alter, das konnte gerade nicht sein. Das ist wieder so ein Rage-Spiel, ey. Echt. Yes. Sehr gut. Kann sich auch heilen, ne? Wie denn? So. Na, mit so. Ich hab dich gerade geheilt. Ja, ach genau so. Wie du die Peitsche machst. Halt nur auf den Spieler halten. Ah, okay. Alles klar. Dankeschön. Hoshi kennt sich schon wieder aus hier. Oh, das gibt's doch nicht, ey. Och! What the? Ja, ist das schlimmer wie Rocket League? Nee, es gibt nichts Schlimmeres als Rocket League. Nee, das kann nicht sein. Echt, ihr. Das war ja auch ich, nicht Chris. Ihr Hunde, ey. Von hier aus konnte mich echt keiner kriegen von euch. Das ist irgendwie seltsam. Also als ich gegen Computer gespielt habe, sah das irgendwie anders aus. Oh, ich hab dich geheilt, Kumpel. Ja, ich hab's gesehen. Scheiße. Du kannst auch die Deckung kaputt schießen, ne? So, okay. Und die Pistole zählt auch als Hitbox. Also wenn du deine Waffe raushältst und dann auch die ja. Ich will mal gucken, wo ist denn der Spack? Oh, ey. Ich hab nicht rausgeguckt gerade. Ist meine Figur so fett oder was? Nein, das reicht auch, wenn die Pistole rauskommt. Die hatte ich gerade verschränkt. Oh, Mann. Zwei Seiten hast du natürlich keine Chance. Oh. Das gefällt mir. Ist cool, ist ein cooles Game. Ich dachte, alle müssten bestätigen jetzt hier. Keine Ahnung. Ach, jetzt müssen wir gegen Hoshi spielen, Tupac. Scheinbar, ja. Da habe ich doch keine Chance jetzt. Ja. Hör auf rumzulügen hier. Sehr schön. Oh, scheiße, hatte mich erwischt. Oh, es macht eigentlich schon Spaß, ne? Ja. Also ich finde es jetzt besser wie das MOBA-Game. Definitiv. Boah, von wo kam der? Hoshi cheatet bestimmt. Ich vermute auch.
wie immer. Der ist ja immer auf solchen Seiten unterwegs. Ja, ja. Ach nö. Das ist ziemlich groß. Man muss erstmal gucken, wo ist immer der Gegner, ne? Ja. Das Problem ist auch, mein Fuckboard heilt mich nicht. Ach, da, ich hab dich doch auch erwischt, Roshi, oder? Ein bisschen habe ich immer noch. Ah, fuck, ey. Lost one player. Teamfight. Lost one player. Lass mich in Ruhe. Lost one player. Hilfe! Tupac, heil mich mal bitte. Ich heil dich auch mal. Geht nicht. Ja. Weggesorgt. Oh, das war jetzt mega. Heil mich, ich heil dich auch. Bomb weg. Geil. Okay. Oh, der Bot schießt auch ganz gut, ey. Ey, das gibt's doch nicht. Wie kann man denn auf so einer Entfernung treffen? Das geht gar nicht. Hoshi, was hast du für ein Programm laufen? Ah, unglaublich, ey, der Hoshi. Gell? Steam VR. Ja, ja. Steam VR. Sehr schön. Oh, der ist... Mann! Fusa! Das ist echt ein Ausrastspiel, glaube ich, ey. Ja, ja. Das wird noch richtig heftig werden. Oh, scheiße. Hilfe! Sehr schön. Ich sehe nicht einen Hoshi, da. Ich auch nicht. Da hat er mich auch schon erwischt, ey. Du merkst, er hat schon ein paar Stunden gespielt. Ein paar Stunden. Ja, du hast tagelang gespielt. Ja, ja, ja. Ich habe gehört, er hat sogar 24 Stunden darin verbracht. Echt? Ja, ja, der hat ein YouTube-Video dazu gemacht. 24 Stunden Tower Tag. Am Freitag kommt ja natürlich auch ein tolles Spiel raus, ne? Also Motor Simulator 3000? Nee. C&C. Oh, so schnell ist man down. C&C Fräse? Hä? C&C Fräse? Genau. Wir haben gewonnen, Chris. Echt? Oh, aber es war knapp, ne? Ja, ja, 17-18, guck mal. Ja, die Zeit war halt um. 13 Kills habe ich, wow. Sehr geil. Alter, hast du gerade auf mich geschossen? Aber ich muss mir definitiv so einen Turm ins Zimmer stellen, ne? Also, da müsste es auch noch so einen 3D-Drucker-File geben, ja, genau. Für den Turm. Das steht aus 1000 Teilen. Also mit der Pimax sieht es wunderschön aus. Mit der Index auch. Mit der Index auch, ihr wollt gerade sagen. Alter, da wollte ich hin. Alter, nimm mir immer die... Das ist auch natürlich scheiße mit den Türmen, ne? The team with most points will win. Wow, wow. Oh Gott, nee, da kam gerade von drei Seiten. Das war, Das ist natürlich mega, ne? Ja. Ich krieg's von beiden Seiten. Ey, wenn da links und rechts abkriegst, das ist ja Wahnsinn.
Ja, da oben. Oh, ja, das ist da oben so, so eine richtige Camper-Position. Da sitzen die meist auch immer. Echt? Arschlöcher, ja. Okay, ich bin down. Ich stand oben gerade. Camp jetzt auch oben, komm, ey. Kleinen, feuchtfröhlichen Spritzgebäcke. Spritzgebäcke. Jetzt geht doch. Meine Fresse, ey. Kacken wir rein, scheiß Schuss, ey. Du bist ja da oben, Hoshi, oder? Junge, es hat einen Fight hier. Ja. Nein, ey. Ach Quatsch, ich wollte keine Tür aufmachen. Okay, okay. Oh. Ey, einmal ein bisschen nach links gegangen, schon in der Trefferzone und down. Ja, ja. Läuft. Alter. Da kriegst du aber auch von allen Seiten, ne? Ja, heftig. Och, ich hab grad den Turm geholt, bin ich schon down. Läuft. Oh, bam, Double Kill. Ja, ja, deine Mutter ist ein Double Kill. Ja, die killt dich richtig double. Oh, ey. Das ist wieder so richtig Spiel für Hoshi hier. Das sag ich nicht. Geh doch mal down, ey, das kann doch nicht sein. Da ist ein scheiß Schutzschild davor, wie kann ich... Oh, ganz sagen, da ist zwischen, Junge. Ach, sei ruhig. Aber hier, ihr Ficker, ey. Ey, das kann doch nicht sein. Das ist so ein verbuggtes Hackspiel. Ah, oh Mann, ich war schon lange wieder von der Plattform runter, ey. Ja, ja. Bullshit. Also, das ist natürlich doof, dass auf die Plattform immer nur einer drauf kann, ne? Das wäre natürlich cool, wenn da auch zwei Leute drauf können, ne? Ja, ja. Endlich, ey. Leck mich doch am Arsch. Ich bin down. Double K.O., okay. Mann, ey, du siehst überhaupt nicht, wo die stehen, die Arschlöcher, ey. Arschlöcher. Oh, das wird eine Aufnahme, du. Du versteckst dich hinter dem Ding, die treffen dich trotzdem, also... Knall den unten noch ab, der kann doch nichts mehr haben. Seid ihr dämlich oder was? Alter, von allen Seiten hier. Ey, hier aus solchen, das ist doch so ein Kackspiel, ganz ehrlich. Das ist so ein Kackspiel. Also ja, so ich stand dahinter, wie konnte er mich schon wieder treffen? Ja, so manchmal... Aber das hat man halt bei jedem Online-Spiel, so dass man denkt, oh, das kann doch gar nicht sein, was da gerade passiert ist, ne? Das ist so unbalanced, also Wahnsinn. So, du Bastard, kriegst jetzt mal einen verpoolt, ey. Okay, da komme ich nicht hin. Ich schieße 5000 Dinge auf die drauf, die schießen mich einmal an mit einem Kratzer und ich bin tot. Ja. Also, ganz ehrlich. Ach, das ist wieder so ein richtig schönes Rage-Spiel. Oh, okay. Macht ja auch mal Spaß. Ich finde, ne? Man ist eigentlich hinter dem Ding und wird trotzdem immer von vorne irgendwo getroffen. Genau, das meine ich ja. Also irgendwie... Das ist scheißegal. Das ist scheißegal. Yeah. Well done. So.